Eine neue Phase des Krieges. Die Ukraine hat den Beginn der lang erwarteten Gegenoffensive angekündigt, nach wochenlangen Angriffen, die darauf abzielten, die russischen Streitkräfte in Cherson im Süden von ihren Hauptversorgungsrouten abzuschneiden. Seit über einem halben Jahr führt die Ukraine in diesen Gebieten fast ausschließlich Verteidigungskämpfe, wobei einige der schwersten Gefechte im Süden in Richtung Cherson stattfinden. Anfang Juli sagte Verteidigungsminister Oleksiy Resnikow, Präsident Zelensky habe dem ukrainischen Militär befohlen, den besetzten Süden zu befreien. Ukrainische Streitkräfte haben die ersten Verteidigungslinien in nicht näher bezeichneten Gebieten in der Region Cherson durchbrochen, aber von der Befreiung von Städten ist noch nicht die Rede. Tatsächlich sind die Behörden sehr vorsichtig mit dem, was sie über die laufende Gegenoffensive preisgeben. Aber es gibt zwei wichtige und bestätigte Punkte. Erstens, dies ist kein Kampf um Cherson, dies ist ein Kampf um den Süden der Ukraine. Die Sprecherin des südlichen Kommandos, Natalia Huminuk, sagte, offensive Aktionen in verschiedene Richtungen hätten begonnen. Und zweitens, es wird einige Zeit dauern. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Oleksiy Arestovych sagte, dies ist eine langsame Operation, um den Feind zu zermürben. Aber er wird mit der ukrainischen Flagge über allen Siedlungen der Ukraine enden.